Herzlich willkommen zu meinem Party Okay Watch 3. Wir wollen heute mit Erika zurück nach Hause gehen, denn sie möchte jetzt bis Mitternacht irgendwie hier warten und nach Mitternacht will sie rausgehen und zum Nerdeck gehen, weil Mitternacht da scheinbar irgendwas passieren soll. Was zum Himmel ist los, Erika? Was zum Himmel, du willst wirklich ohne mich gehen? Achso, man kann ja jetzt hier auch wie in bei Naiven wechseln, aber nee, das will ich nicht. Ich will eigentlich nur nach hier. Und nachts geht sie nach Nordeck. Ja, wahrscheinlich. Genau, so wäre der Plan. Aber ich glaube, Mama wäre bestimmt sauer, wenn ich nachts rausgehe. Und deswegen kommt jetzt Warp hier und macht genau das gleiche, was Barco auch von Nathan gemacht hat in Teil 1. Oh, welch Wunder. Wenn das so ist, erlaubt Vapir euch zu helfen. Wenn du in der Nacht rausgehst, nimm einfach Vapir deine Form an. Vapir legt sich in dein Bett. Dann sieht es aus, als würdest du schlafen. Warte mal kurz. So, was kannst du? Ach, aber ich habe heute so viel getan. Ich wach heute Nacht bestimmt nicht auf. Keine Angst, Vapirs süße Träume heilen Müdigkeit. Du musst nur ein wenig schlafen und trotzdem wachst du erfrischt wieder auf. Voll cool. Warte mal, das kostet aber nichts, oder? Ich will auch ein Vapir haben. Nein, alles umsonst. Warum stellst du überhaupt eine Frage? Das dachte ich mir auch gerade. Oh Mann. Aber wenn man... Du kannst einen Wecker stellen. Okay. Wenn man einfach mal so ein bisschen kurz schlafen könnte und Vapir einen dann beseelt. Was zum Teufel? Okay. Und Vapir einen dann beseelt, dann wäre das halt voll geil einfach. Das wäre so sinnvoll. Also einfach mal ganz kurz so ein bisschen schlafen, Vapir beseelt ein, nimmt eine Müdigkeit, das wäre doch voll praktisch. Ach man, warum gibt es das im echten Leben nicht? Und da klingelt der Wecker. Aufwachen, hast du gut geschlafen? Wie ein Stein, das war ein gutes Nachmittagsschläfchen. Und denn, überlass den Rest einfach Vapir. Wow. Voll echt. Wow, ist ein Doppelgänger. Mein böser Zwilling. Ein Klon in meinem Bett. Ach, alles klar. Jetzt bleibt mal locker. So können wir nachts wenigstens alles erkunden. Alles klar. Nerdeck, willkommen. Ja, nachts gibt es ja auch andere Yokai und so. Alles klar. Ja, ich weiß. Nein, ich will nichts machen. So, die Eltern pennt näher. Mutter und... Erikas Bruder. Das heißt, sie hat keinen Vater mehr, oder was? Erfährt man, was mit dem passiert ist? Ist er gestorben? Ist der einfach nur weggezogen oder so? Also hat er die Familie verlassen? Ich habe keine Ahnung. Das wäre spannend rauszufinden. Vielleicht kommt das noch irgendwann. In einer Quest oder auch per Hauptstory oder so. Keine Ahnung. So, zum Museum wollen wir nicht. Da könnte ich bestimmt eh nicht rein, oder? Nee. Das war schon cool in Teil 1, die Szene mit dem Museum nachts. Wo Nathan den Film gedreht hat, das war falsch. Okay, warte mal jetzt. Wie komme ich jetzt nach Nordeck? Kann ich einfach den Zug nehmen? Wie sonst auch immer. Ich hoffe mal. Das Spiel lotst mich jetzt nach Blütenbühl, dass ich von da aus mit der Bahn fahre, oder was? Schätze mal. Meinetwegen. So, Bäder. Die haben voll das coole neue Symbol auf dem Karten. Auf dem Karten, ja, Deutsch. Auf der Karte. Ja, im Zug kann man echt gut lesen, aber da kann man auch gut Videospiele spielen. So. Ich hab doch eine Tageskarte noch. Fuchs hier in Nahzug Richtung Lenzhausener Hauptbahnhof. Das ist ganz gut. So. Einmal einsteigen, bitte. Mal gucken, was nachts für komische Leute im Zug hier fahren. Oh Gott, nachts in der Bahn, in der Straßenbahn sind mal die seltsamsten Leute teilweise. Das heißt nachts. Ich bin da halt spätestens so gegen 21 Uhr meistens drin. Oh. Keine Ahnung, wo es die Toilette ist. Wo ist
ich kann kein Deutsch mehr. Jedenfalls, ja, so gegen 20, 21 Uhr war ich da halt, jedes Semester meine letzte Vorlesung hatte immer zur Zeit. Und die Bahn fahren halt viel seltener, deswegen komme ich da auch erst später los. Also meine letzte Vorlesung ging eigentlich immer bis 19 Uhr 45. Aber, ja, wie gesagt, die Bahn kam eben erst immer viel später. Und deswegen muss ich da mal ein bisschen warten. Zum einen und zum anderen gab es dann auch noch... was macht er eigentlich nochmal? Oh, Leute, du bist tot, uncool. Ja, zum einen muss ich da nochmal länger warten. Und zum anderen, ah, das war eine Heilung, genau. Blickt das auch wieder? Nee. Ich komme nicht mehr dazu zu reden, das ist schrecklich. Jedenfalls war da zum einen halt die Vorlesung bis 19:45 und dann musste ich ewig auf die Bahn warten. So. Und dann waren da halt meistens abends immer ultra strange Leute in der Bahn. Wo man sich so gefragt hat, WTF, was läuft hier in der Stadt eigentlich rum? Ach ja. Das ist echt heilt seltsam. Gut. Und das war's für Agwoni. Sehr schön. Und ganz viele Verbs. Sehr schön. Das ist ja auch ein bisschen Heilung und so. Die Verbs heilen ja. Das heißt, Leotro ist wieder voll geheilt. Sehr schön. Jetzt muss ich noch dringender. Ich halte es kaum aus. Dann pinke hier in den Zug. Das kann eh keiner sehen. Was soll das denn werden, wenn es fertig ist? Ah ja, das kennen wir schon. Ist ja quasi der gleiche Text, den wir auch bei dem anderen Typen... Ich habe jetzt den Namen vergessen. Prinzipiell voll sinnlos. Es sind halt Kämpfe. Und man bekommt ein bisschen EP dafür. Aber da finde ich die Gespräche mit irgendwelchen Leuten spannender. Aber egal. So, jetzt muss halt bloß ein Zug nach Nordeck kommen. Also nach Grünstraße. Los, nächste bitte. Nicht Quellingen, nach Stahlstedt muss ich. Fortunaplatz. Das ist der falsche. Ich will nach Nordegg, nicht nach Fortunaplatz. Ups, ich bin auf den Touchscreen gekommen. Man kann auch hier per Touchscreen laufen, das ist voll spannend. Los, das ist jetzt aber bitte nach Stahlstedt, ja? Ja, perfekt. Nicht Quellingen oder so, einfach nur Stahlstedt. Waren wir schon mal in Quellingen? Kommt man schon hin? Ich habe keine Ahnung. Wir waren, glaube ich, in Petzling damals, oder als ich... Oh Gott, was bist du denn? Stolzstedt. Okay. Als ich einmal ausgestiegen bin. Als ich meinen Zug-Erkundungspart hatte damals. Fettnapfido. Wo ich das Zugsystem kennengelernt habe. Ja, da bin ich, glaube ich, ein Petzling gewesen. Ich hoffe, man kommt storytechnisch auch irgendwann in die ganze Stadt hin. Das wäre irgendwie cool. Aber echt krass, wie viele Bereiche das Spiel einfach zum Erkunden hat. Die ganzen Bereiche aus Teil 1 und aus Teil 2. Es gibt eine komplett neue riesige Stadt, die von Nathan eben. Es gibt einfach einen ganzen Kontinent, dieser Tipp-Kontinent da, mit dem Plasters-Gameplay. Vertritt sich die Beine sehr gut. Aber ja, dazu muss ich nochmal sagen, es gab sogar in Japan, das habe ich letztens rausgefunden durch einen Kommentar, noch eine vierte Edition von Yo-Kai Watch 3. Die hieß, keine Ahnung, ich weiß nicht mehr genau, Sukiyaki Plus, glaube ich. Und da kam der Plasters Gameplay-Inhalt erst dazu. Es ist halt eine verbesserte Version von Sukiyaki gewesen. Und, ja, Sukiyaki ist quasi die Spezialedition gewesen und Sukiyaki Plus
hat dann eben nochmal viel mehr Inhalt als. Was ist jetzt los? Ich war noch nie nachts im Nerd-Eck. Es sieht ganz anders aus als tagsüber. Ich rede gleich weiter. So anders, dass ich langsam verstehe, warum wir hier was untersuchen sollen. Was seid ihr denn? Langsam, guck doch mal da, was sind das für Dinger? Sind das Mirkos? Hier ein Mirko, da ein Mirko, überall ein Mirko. Was ist hier los im Donnerwetter? Ich hab keine Ahnung. Wer bist du denn? Schabernacki? Ein Superheldenbaby oder was? Oh Mann! Ich bin mir ziemlich sicher, dass es ein Yokai ist. Nicht nur du, Erika. Er sieht aus wie der Yokai Shabanaki. Oh, Shabanaki, keine Ahnung. Und wie der Name schon sagt, treibt er gern viel Schabernack. Okay, also muss ich ihn jetzt fangen oder was? Pilzbrüder. Okay. Aber ja, jedenfalls, es gab noch eine vierte Edition, die quasi auch als Download-Content für Sukiyaki rauskam. Also man konnte den Bonus-Content auch für die normale Sukiyaki-Edition downloaden. Aber es gab immer eine Box-Version davon quasi. Und die hieß dann eben Sukiyaki Plus. Und ja, das ist halt ganz cool. Und wir haben quasi die komplett ultimative Version bekommen, wo alle Inhalte aus Sukiyaki, Sukiyaki Plus und auch Sushi und Tempura drin sind. Das heißt wirklich alles, was Yokai World zu bieten hat, außer ein einziger Boss irgendwie, habe ich gelesen. Keine Ahnung warum, aber ein Boss Yokai fehlt. Ich muss ihn fangen, oder was? Was gibt's hier für Yokai? Was bist du denn? Ich weiß nicht, welcher genau das ist, aber irgendein Boss Yokai fehlt. Ein optionaler Boss eben wahrscheinlich. Was ein bisschen seltsam ist, aber ja, es ist jedenfalls so. Widerwanne. What the fuck? Manchmal frage ich mich, was das für Yokai sind, die hier existieren in diesem Spiel. Oh Mann. Haut sie weg, kommt. Haut sie weg. Sehr schön. Ja, ganz viele wundervolle Seelenkugeln für Yotrio. Ich bin echt zu blöd dafür, das Orden nicht zu treffen hier. Das ist schrecklich. Ich treffe immer nur eine Linie irgendwie. Oder zwei halt. Oh Gott. Hallöchen, Fettnapfido. Meinetwegen. Der ist, glaube ich, neu, oder? Also, ich habe den, glaube ich, schon mal gesehen. Aber den haben wir noch nicht, glaube ich. Genau. Hey, wir müssen ja auch noch Medaillen fangen, deswegen kann der gern mitkommen. Ey, auch noch Medaillen fangen und Medaillen bekommen von der Trophäe. Deswegen kann er gern mitkommen. So, was ist jetzt falsch bei dir? Ist jetzt hier reingegangen ins Kostcafé? Warum ist der Laden nachts überhaupt noch auf? Was zum Teufel war das jetzt? Hä? Wo ist Shabanaki hin? Steh nicht so rum, Erika. Du hast einen Kunden, ne? Erika, was meinen Sie mich? Und was ist das? Oh mein Gott, ich bin in einem Dienstmädchenkostüm. Wie cool! Seht mich an. Da steht mir voll. Ja. Und du sagst, findest du Kunde oder was? Kommt nicht dagegen drum, umher. Kümmere dich um den Kunden. Mein was? Meint der Osapion? Oh, ich werde mich darum kümmern. Blitzschnell kümmere ich mich darum. Was zum Teufel passiert hier gerade? Cindy, fühl dich pilzig wohl. Ja, okay. Was ist hier los? Candy. Bonjour, Bonjournio, Monsieur, Monsieur.
Komm unser Pla? Was? Erika, was soll das bedeuten? Und wozu dieses verrückte Kostüm? Monsieur, ihr Abendessen ist serviert. Voilà, mein spezielles Faste Omelette. Ich weiß nicht, was schlimmer ist. Dein Essen oder dein Akzent? Der Akzent. Du wartest, dass ich diesen Schweinefraß esse? Sieht so aus. Ach, oh nein, ernsthaft jetzt. Ja, hat Helmer keinen Bock darauf. Oh mein Gott, ey. Es gibt es ja auch mit Usapion so ein dämliches Minispiel. Das haben wir auch mit Navy schon ein paar Mal gespielt. Usapion, los! Das wird mit der Zeit erst schwierig. Bisher ist es noch relativ einfach. Hunger! Verdammt. Los, Usapion, los! Los, ist das Essen! Vor allem, was zum Teufel ist das hier? Das ist eine Tasse. Sieht mega seltsam aus. Was ist das? Aber ich habe komische... Und was macht Usapion für Geräusche? Irgendwelche komische Brühe. Keine Ahnung, was das ist. Kannst du bitte mit den komischen Geräuschen aufhören? WTF. Kriege keinen Bissen mehr runter. Ja, das kann ich mir auch vorstellen. Bonus. Sahnetorte. Sehr schön. Okay. Ich bin verwirrt. Bäh. Was war da überhaupt drin? So etwas Furchtbares habe ich noch nie gegessen. Oh, Monsieur, es gibt noch mehr. Wir haben noch 10 Portionen vom Faste Omelette. 10? Auch bitte nicht. Hab Mitleid. Versuchst du mich zu vergiften? Oh Mann, oh Mann. Schabernacki, das war ja wohl dein Jagd, nehme ich an. Erika, hör auf zu posieren und auf ihm nach. Hä? Was ist gerade passiert? Nichts Wichtiges. Na los, wir müssen ihm nach. Was zum Teufel passiert hier? Kann ich jetzt das Kostüm wenigstens behalten? Das ist nämlich hübsch. Ja, wirklich, nice. Oh Gott, das ist ein Gegner. Das wusste ich nicht. Hätte ich auf den Touchscreen geguckt, das hätte ich gesehen. Minimoto. WTF. Was bist du? Und warum bist du? Keine Ahnung. So, wie erstmal auf den hier. Also manchmal ist dieses Spiel echt seltsam. Auch ernsthaft jetzt. Ach Gottchen. Yay, Level 11. Sehr schön. Und er kommt sogar mit Spitze, Spross. Also sie haben doch wirklich die Rate erhöht, 20 Jokern-Freunden, oder? What the fuck? Nein, nicht umbenennen. Ja. Also ich bin mir ziemlich sicher, dass sie die Rate erhöht haben. Finde ich aber voll okay. Weil das war nervig, in Teil 1 Teil Yokai zu bekommen. So ist das schön einfach. Drüben soll ich also hin. Kannst du da stehen bleiben? Ist mir hier Seitengasse hier. Nein, ich will nicht kämpfen. Nein, ich will nicht kämpfen, sagte ich. Ja, das klang gar nicht komisch. Und wieder Fettnapfido und so ganz sofort. Ja. Ach, nicht drehen. Ich mach das nicht. Ich mach das nicht. Nein. Ist mir scheißegal. Nein, ich mache es nicht. Warte mal, ich mach mal erstmal reinigen hier, dass das mehr Erfahrungspunkte gibt. Komm, geh kaputt, los. Jetzt brauche ich auch keinen Ultisee mehr. Na komm, stirb. Sehr schön. Ich weigere mich jetzt konsequent zu drehen. Ist mir scheißegal, ob das dumm ist.
Ich mache das nicht mehr. Weil es einfach unfassbar doll nervt. Was war da unten gerade für ein Yokai? WTF? Kannst du jetzt mal bitte aufhören, ständig dich wegzuporten? Das wäre mega cool von dir. Kann ich nicht noch Feuer bekommen, bevor hier dann die ganze Zeit in den Gassen geht? Ich weiß es nicht. Oh Gott, da oben ist er. Ich kann dich einmal nicht Feuer bekommen, weil er immer wegrennt. Hör auf. Ja, sagt er super. Natürlich. Hör auf, mich zu verfolgen, wollte ich sagen. Oder singen, wie auch immer. So, ihr steht jetzt relativ gut für... Ne, hier nicht. Doch, steht ihr für Leo Trio. Zumindest zwei. Jetzt nur noch einer, dann breche ich wieder ab, weil das ist dann dumm. Wenn ich den Ulti verschwende. Jetzt haut doch drauf. Wow! Da ist mir gerade was runtergefallen. Aber alles okay. So. Oh. Oh, den haben wir schon bei Nathan. Der war in der Blasters Quest dabei. Ja. Nö. Aber meinetwegen, ein Yokai für Erika. Sehr schön. So, jetzt bin ich ja voll eingesperrt. Ich muss ihm auch hier richtig folgen. Nein, 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 geh weg, Minimoto! Nochmal kämpfen, okay. Echt dumm gerade, was passiert. Die Kämpfe nerven einfach. Aber wir haben jetzt lange nicht mehr ordentlich gekämpft, deswegen muss das eigentlich wieder sein. Oh Mann. So, ein bisschen schöne Heilung. Dankeschön. Oh Gott, du sagst mir, das ist sein Dunkelmodus da, sein Kampfmodus, wie auch immer. Wie aktiviere ich ihn denn im Kampf? Macht er das automatisch irgendwie? Keine Ahnung. Ja, Minimoto hätte sich meiner Meinung nach gerne anschließen können, weil der ist irgendwie cool. So, kannst du jetzt mal irgendwie... Ich kann ihn nicht einholen, das macht das Spiel automatisch, dass das nicht geht. Okay, die machen ja auch eine Debatte, alles klar. Ich muss ihm halt folgen. Wir sind ins Theater rein, warte mal. Und das ist ja nicht umsonst auch keine Teilung. Das heißt, wir machen hier im nächsten Part weiter, würde ich sagen. Ich hoffe, ihr schaltet wieder ein. Wenn es heißt, okay, Watch 3. Bis dann, ciao. Auf Wiedersehen, tschüss.